Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es geht weiter mit der Extreme Rules. Mit natürlich dabei ist wieder der Rowe. Moin Freunde. Das nächste Match ist unser zweiter Titelkampf. Daniel Bryan gegen Bad News Barrett. Die Fehde, ich mal überlegen. Die Fehde kennt ihr auch. Wer WrestleMania geschaut hat, Daniel Bryan, der Yes Man, Yes, Yes, Yes. Der hat natürlich dieses schöne Ladder-Match, mir jetzt gefallen. Ich weiß nicht, dir gefallen hat, dieses 7-Mann. War ganz gut, das Ladder-Match. Nur wurde da der andere den Einbruch durch leider gezimmert. Ne? Ich finde, also ich hätte natürlich die Werbung gegönnt, aber Daniel Bryan ist meiner Meinung nach, ich finde beide gut. Batman Sperr, ja, der hat eine Fansympathie. Ich würde sagen, Daniel Bryan ist einfach der Yes Man. Obwohl er nur yes zwei Finger in der Luft zeigt und total einen hässlichen Bart hat. Irgendwie. Ja, vielleicht, wenn der Bart weg ist, dann ist Daniel Bryanski. Weiß ich nicht. Also mir persönlich gefällt er nicht. Aber gut, das ist eine andere Sache. Wen würdest du bei, wen favorierst du denn? So Bad News Barrett oder Daniel Bryan? Wer ist auch für dich den Titel halten? Ich meine, Dolph Ziggler, glaube ich, steht den Titel auch gut, ne? Ja. Dolph Ziggler war auch ein schöner Intercontinental Champion. Weiß ich nicht. Also Bad News Barrett hat den gehabt, also kann den ruhig mal Dings haben hier. Und wieder Daniel Bryan. Ich würde ihn eher Daniel Bryan gönnen. Dolph Ziggler hatte den auch schon. Ja, ja, also. Von daher gönn ich den noch. Wenn ich, der leider nicht in großer Anstalt dabei ist, wenn ich gerne sehen würde, ist Ryback, weil Feed Me More gefällt mir einfach. Für mich hat der ein Titelmatch verdient, ist egal welchen, weil Ryback ist ein guter Catcher, leider nicht bei Extreme Rules, vielleicht bei der nächsten großen Anstalt. Auf jeden Fall fand ich sein Match übrigens cool gegen, weiß gar nicht, wie er bei War hatte. Achso, da war glaube ich ein kurzes Match gegen, war nicht sogar Fandango, den er, ich weiß gar nicht. Also wer War guckt dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber Ryback, Feed Me More macht einfach Spaß. Auf jeden Fall kommt jetzt Bad News Barrett rein. Wie gesagt, mein Tipp, wir wollen nicht mehr tippen, aber ich sage einfach mal, Daniel Bryan gewinnt. Gewinnt, ja. Der gibt der Flying Knee, glaube ich, zeigt er. Diese Bam Bam Bam, der ist halt bekannt für diese Klatsch-Kicks. Oder auch Bullhammer Elbow. Ich meine, wenn der kommt, ich meine, es ist aber die, man merkt einfach, es kommt, er ist auch ein Engländer, aber man merkt, er typisch englische Art. Und jetzt kommt auf jeden Fall. Wir freuen uns auf ein Match. Das zweite Titelmatch, das erste Titelmatch habt ihr ja gesehen. Intercontinental Champion. Genau, der Champion. Das erste Match hat leider Rusev gewonnen, unserer Meinung nach. Wir hätten schon Cena gönnen. No. Haben wir auch einen Titelwechsel? Weil wir haben einmal schon einen Titelwechsel orakelt. Das werden wir gleich sehen. Jetzt geht los. Da ist er und das geht's. Der alte Batman gegen den neuen Daniel Bryan. Alter. Der alte Champion? Bad News. Jared gegen Daniel Bryan. Der New Champion. Das Match startet jetzt. Gibt's das Flying Knee? Genau, und hier. Gibt's hier, wie heißt der nochmal? Ich hab mir vergessen, den Smack von Bad News Barrett. Bullhammer. Ich find ja geil. Dreht nochmal, dann klatscht ihn, dreht ihn so. Jetzt geht los. Yes, man. Gegen schlechte Nachrichten. Oh, Kraftprobe. Da müsste eigentlich. Da hört sich so Bad News an auf Deutsch. Ja. Schlechte Nachrichten. Ja, ja, deswegen. Manche Wrestler, darf ich besetzen. Daniel Bryan. Ich muss sagen, Daniel Bryan ist für der seine. Undertaker, Totengräber. Ja. Ja. Für seine Größe ist Daniel Bryan ganz stark. Muss man ehrlich sagen, der hat ganz schön viel Kraft. Und der ist auch übelst schnell. Technisch ist Technik er. Technik hat er übelst gut. Technik ist so, Kraft hat er so ein bisschen. Er trainiert aber seine Freundin. Oh, Bad News Barrett hat schon den ersten Zeichen gesetzt. Hier, den, das erste Zeichen, ja. Oh, Daniel Bryan konnte er. Jetzt konnte er mit der Kopfschere so ein bisschen am Hals. Aber bei Bad News. So ein bisschen hier so am Hals, vielleicht auch am Knie oder so. Bad News Service kommt auf mir. Schönes Match, schöne Kraftprobe, da ist wieder Daniel Bryan im Schwitzkasten. Da ist ein bisschen. Er ist dann hörst du an wie Damien Bryan, wenn du das sagst, Damien. Ja, ich bin zu schnell da. Daniel Bryan. Jetzt schöne Schläge. Oh, er hängt mit seinem. Er hängt mit seinem. Und zwei. Baron. Gibst gleich schon den Bullhammer. Und wieder Daniel Bryan. Bullhammer. Rip in. Klatsch. Kommt er nochmal und klatsch. Nein. Barrett. Doch, schöne Powerbomb, Spinebuster Aktion, schöne Aktion. Sah aus wie ein Spinebuster, so ein bisschen. Und jetzt nimmt der, also Bad News Barrett hat nimmt das Heavy in der Hand. Schlechte Nachrichten auf jeden Fall. Schlechte Nachrichten für Daniel Bryan. So, Daniel Bryan kommt dann nochmal hoch. Schöne Kicks auf den Brustkörper. Genau, Daniel Bryan steht auch. Ja, schöne Aktion, schöner Dropkick, jetzt kommt er wieder. Yes, man, und kommt er doch von Bad News. Und auf jeden Fall, Freunde, wieder Hashtag Extreme Rules. Genau. Hashtag Extreme Rules. Nein, nein, nein. Genau, oder Running Gag. Nein, reicht doch irgendwann mal damit. Jetzt müssen wir noch dreimal bringen. Jetzt müssen wir noch mit Energy die Drinken. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen uns auf ein Match konzentrieren, wie kann man jetzt auch keine Sprüche? Ist doch nur ein Spaß, Mann. Wir wollen jetzt keine Sprüche. Nein, weil du hättest jetzt, wenn du jetzt schon das sagst, musst du noch den Spruch vom Livestreamer bringen. Ja, da musst du jetzt da, ja. Nee, dann. Wie siehst du denn, dafür habe ich nein gesagt. Deswegen, also liebe Zuschauer. Na, im Livestream mit Monster pushen und privat den billigen Energy aus dem Aldi trinken, Freunde. Genau. Ihr wisst, wie es läuft. Dafür habe ich erst nein gesagt, aber du hast angefangen, die hast du so vorne. Du musst jetzt zeigen. So reicht wieder. So, wollen wir ein Match zeigen, so, weil da geht's mit. Und
Und wieder die Gleichaktion. Daniel Bryan, das sieht nicht gut aus, sondern hätte den Bart rasieren sollen. Wer glaubt, der verliert? Der Kopf ist so schwer wie in dem Bart. Haben wir wirklich bei den Wallace der Hänger Orakeln die zweiten Titel wechseln? Kann sein. Sieht so aus. Oh, wie auch schon. Da war da schon fast der Bull. So keine leichte Art von ihm. Daniel Bryan sieht wirklich. War Clothesline, Digga. Aber was war. Ja, da war ein Clothesline schon fast aus der Hölle. Spinebuster. Schöne Aktion, das reicht. Eins. Nein, Kicker by One. Kicker by One. Oder der, One and a Half. One and a Half. Aber nee, war One, glaube ich. Daniel Bryan hat zu kämpfen. Wo ist das Verein? Oh. Schon wieder die nächste Aktion. Was ist mit den Champions los? Jetzt. Eins. Two. Zwei. Kicker by Two. Two and a Half. Was ist mit den Champions los? Weiß ich John nicht. John Cena schlecht. Jetzt, oh, jetzt kommt er. Kommt der nicht mal. Whipman, komm, drück ihn eine. Weißt du, warum er versucht, eine Seile zu werfen ständig? Jetzt. Kriegst du mir eine Ja, Lose? Das bringt doch nichts. Oh, jetzt. Ja, mach da kein Back. Komm, wieder ein schöner Kick. Nochmal, du musst ihn mehr kicken. Jetzt, Whipman, komm mit der Flying Knee, komm. Nein. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen komisch aus. Ja. Oh, kommt der von Daniel Bryan. Was ist da los? Und Bullhammer, jetzt kommt der, glaube ich. Gleich. Ich kriege ihn schon. Er kommt, ja, ich glaube, Daniel Bryan verliert. Jetzt macht er was, Daniel Bryan läuft an. Ja, was zeigt er noch? Wer macht er jetzt? Gibt jetzt die Kicks? Nein! Kommt der von Bad News Barrett und Clothesline von Hell. Ach nee, da war JBL. Aber der war wirklich fast von der Hölle. Der kam wirklich aus der Hölle. Jetzt in die Fresse. Es in die Fresse aus, spezial, Alter. Es sieht aus, als wäre Daniel Bryan der zweite Titel geflöht. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht, Audi Blue. Stell dir vor, es geht so echt. Alle Matches sind so wie bei uns. Titelwerk, ja. So, jetzt. Eins. Zwei. Oh, Kicker bei Tunde. Also, Daniel Bryan gefällt mir gar nicht. Nee, gar nicht, irgendwie. Oh, jetzt gibt's ein bisschen Kick. Gab noch eine Schelle. Daniel Bryan wird hier bearbeitet. Also, der wird eigentlich auseinandergenommen. Der macht kaum was. Der kriegt dreht den Arschwur. Und jetzt? Und die nächste Bad Aktion. Er nimmt ihn hoch. Guck mal, er noch leicht. Noch ein Käffchen nebenbei. Da hat sich Bad News. Jetzt liegen aber beide. Jetzt liegen beide, aber. Bad News Barrett. Jetzt kommt mal der Cover. Macht das Cover. Er muss nur noch auf. Daniel Bryan steht wieder auf. Er ist auch. Er kann auch viel aushalten wie John Cena. Ich meine, aktuell hat John Cena verloren. Das heißt, eine von den Bellas wird heulen. Weil. Auf jeden Fall. Nikki's, John Cena's Freunde wird heulen. Jetzt gibt's doch die Powerbomb, glaube ich. Was für eine Aktion. Das muss das Ende sein. Nein, der Cover noch nicht. Bad News Barrett hätte das Match wenden können. Schöne Aktion. Ist das jetzt das Ende? Jetzt Silvern. Eins, zwei, drei. Ja. Das ist der Sieg für Bad News Barrett. Der zweite Titel. Bad News Barrett ist new. Champion. Schnitt der Continental Champion! Schnitt! Sag doch mal, Bad News Barrett, wie du es immer sagst. Wer ist neuer Champion? Bad News Barrett! Ja, liebe Zuschauer, schalt ein beim nächsten Match. Drei Matches haben wir noch. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Match. Ist verflucht hier irgendwie. Es ist wirklich verflucht. Hier natürlich mit dem Sieger, mit dem neuen! Intercontinental Champion! Neuen, doch alten. Alten wäre Daniel Bryan gewesen. Aber der ehemalige. Alten neuen, ja. Der ehemalige ist jetzt wieder der neue Champion. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Match! Hold on.